Hallo und herzlich willkommen auf Dark Arts. Heute kommt mal ein etwas kritischeres Video. Aber seht selbst und ob ihr alle behindert seid, habe ich gefragt. Ne? Wisst ihr Bescheid? Hallo. Ich bin nicht der Erste und ich werde auch nicht der Letzte sein, der ein Video zu diesem Thema YouTube-Algorithmus macht. Aber ich war ab und zu mal betroffen und jetzt, so langsam, geht's mir richtig auf den Sack. Und zwar, wie ihr alle wisst, das Summer Breeze-Video ist ja schon ein bisschen her von mir. So 3-4 Monate, wo ich es hochgeladen habe. Jetzt gucke ich eben in meiner schönen App, was meine Statistiken sagen, was meine Klicks sagen und so weiter. Und das muss ich da sehen. Das Video wurde jetzt nicht mehr monetarisiert. Schweres Wort. Monetarisiert. Ja. Nichtsdestotrotz, jetzt, also es ist nicht vor 3 Wochen passiert, vor 5 Wochen, vor 2 Monaten, direkt nachdem ich es hochgeladen habe, sondern in den letzten 2-3 Tagen. Und da frage ich mich doch ernsthaft, sag mal, YouTube, welcher kleine Spacko, behinderte, besoffene hat den fucking Algorithmus konfiguriert? Seid ihr behindert? Wie gesagt, ich spreche dieses Thema nicht als erstes an. Es haben schon größere YouTuber vor mir den ganzen Spaß veröffentlicht und gesagt, Leute, was stimmt mit euch nicht? Aber mal ganz im Ernst, so langsam nervt's, oder? Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht auf die Kohle krass angewiesen, aber so ein bisschen, paar, 2, 3, 5, 10 Euro jeden Monat mehr oder weniger ist schon nicht schlecht. Ich bin jetzt auch kein Riesen-YouTuber, aber vielleicht geht's auch genau darum, dass die kleinen YouTuber scheißegal sind. So eine Bibi oder so ein Jew, die kann man ruhig mit Werbung vollklatschen. Da verdient YouTube ordentlich Kohle mit. Und bei den kleineren YouTubern ist es eh egal, ob da Werbung drauf ist oder nicht. Sind macht vielleicht im Monat 5, 10, 15 Euro aus. Tja, ich find's trotzdem scheiße. Und wie gesagt, es ist null nachvollziehbar. Wir gehen mal gerade auf meine Statistik. Und das allerbeste Beispiel. Ich habe das Video hochgeladen und es ist eine ganze Zeit lang einfach so weitergelaufen. War kein Problem. Und der Inhalt? Nichts Krasses. Nichts, wo man sagen könnte, wow, das ist werbeunfreundlich ohne Ende. Wohingegen andere Videos wie so Sachen wie Leon Mascher, wo er Leute anpöbelt oder sonst irgendwas werbefreundlich sind. Lest mal, was drunter steht. Eingeschränkte oder keine Werbeanzeige, da der Inhalt für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet identifiziert wurde. Ja, macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Und hier das angesprochene Video. Ich habe es hochgeladen am 21.08.2017. So, dies ist jetzt schon ein bisschen her. Und es lief die ganze Zeit lang komplett unbehelligt, alles war cool. Der Inhalt des Videos sind Menschen, Bands, Spaß, spannende Sachen, kein Content, der gewaltverherrlicht ist, sonstige Sachen oder was auch immer. Und wir sehen, für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet. Überprüfung angefordert. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen. Ein paar Videos von mir wurden wieder freigeschaltet, aber das Robse-Video zum Beispiel nicht. Warum? Das macht absolut keinen Sinn. Danke YouTube dafür. Danke. Seid ihr behindert? Da kommen viele Menschen drin vor. Keine Gewalt, nichts, Spaß, Party, Musik im Hintergrund. Was ist daran nicht geeignet? Erklär's mir. Nicht du, Nali. Erklärt's mir! Ist das so? Hey, komm mal her. Wieder mal Katzen im Video. Also, Nadi, was hast du dazu zu sagen? Jetzt bist du schüchtern, oder was? Naja. Wie dem auch sei. Mir geht's auf den Sack. Und ich hoffe, das sieht irgendeiner, der bei YouTube was zu sagen hat. Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen.
Also mein Fazit, hält YouTube die Kleinen klein und macht die Großen groß und alles was dazwischen ist, kann mal ein bisschen mehr Werbung vertragen oder ein bisschen weniger. Aber was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Hass! Ja, das hier ist übrigens auch mein 100. Video. Oder 101. Man weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und denkt immer dran. Remember, remember the 5th of November. Oh, morgen erst. Naja. In diesem Sinne. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, Däumchen, Glocke, Kaffee, Katze, Kippe, Koks, konstruktive Kritik, Karma, Kackbällchen. Wir lassen das jetzt einfach hier wählen. Das macht keinen Sinn mehr. In diesem Sinne. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und ja, soll ich anderes sagen, außer...